Freunde, ich hab da was für euch. Das ist das OnePlus 8 Pro. Und welche 5 Gründe gegen den Kauf sprechen, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Wenn ihr wissen möchtet, was dafür spricht, schaut in die Kommentare, in die Videobeschreibung oder auf das i. Ich habe auch ein Video mit 5 Gründen für den Kauf gemacht. Danach wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Legen wir los. Grund 1, der Umgang mit Benachrichtigungen. Auch in diesem Jahr bietet OnePlus nämlich kein vollständiges Always-On-Display an. Zwar kann man mit einem Tipp auf das Display die wichtigsten Informationen abrufen, diese verschwinden allerdings nach wenigen Sekunden wieder. Anders als bei der Konkurrenz kann es also nicht dauerhaft angezeigt werden, obwohl auch OnePlus auf ein AMOLED-Panel sitzt und die Voraussetzungen dadurch gegeben sind. Gleichzeitig gibt es aber auch keine dezente Benachrichtigungs-LED. Wer stumm benachrichtigt werden möchte, dem bleibt dann nur das Horizon Light. Das bringt dann den Displayrand zum Glühen, links und rechts. So dezent wie eine LED ist es aber nicht. Hauptpunkt hier aber, es gibt noch immer kein anständiges Always-On-Display. Grund 2, auch weiterhin keine Speichererweiterung. Das OnePlus 8 Pro lässt sich wieder nicht per MicroSD-Karte erweitern und das wird sich so wahrscheinlich auch nicht ändern. Der verbaute Speicher ist super schnell und mit weniger als 128 GB gibt es das auch gar nicht, das Phone. Aber wer darauf besteht, die Daten auf einer MicroSD-Karte zu haben oder wie bei Huawei auf einer NM-Card, der wird hier einfach nicht fündig werden. Bedeutet, es gibt kein, ich habe bereits alle Daten auf einer MicroSD-Karte, lege sie ein und beim Phone-Wechsel nehme ich sie raus und lege sie da ein. Es gibt keine Speichererweiterung. Grund 3. Zoom, 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 zoom. Ihr kennt das Lied, so ungefähr. Im OnePlus 8 Pro könnt ihr maximal dreifach optisch zoomen. Die Ergebnisse werden gut, vor allem bei tollem Licht, bleiben aber hinter der Konkurrenz zurück. Einerseits in Sachen Bilddynamik und Schärfe, andererseits in Sachen Zoom-Stufen. Die Konkurrenz zoomt weiter rein und auch bei Hybrid- und Digital-Zoom macht sie einfach einen besseren Job. Kommen wir zu den Abmessungen. Das ist ein sehr individueller Punkt, aber für viele da draußen sicher interessant. Wie auch die meisten anderen aktuellen Flaggschiffe ist das 8 Pro mit einer Hand nicht zu bedienen. Vorausgesetzt, man möchte nicht ständig umgreifen oder eine zweite Hand dazu nehmen. Mit kleinen Händen kann das auf Dauer wirklich anstrengend sein und es ist einfach kein kompaktes Phone. Es ist eins der größeren Phones da draußen. Das weiß man vorher, ist aber auf jeden Fall ein erwähnenswerter Punkt. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt, zum Preispunkt. OnePlus holt auf. Nicht was Technologie, Ausstattung oder sonst etwas betrifft, das macht OnePlus schon jahrelang sehr gut. Es geht um den Preis. OnePlus bewegt sich immer weiter in Richtung der anderen Hersteller und verliert mit dem OnePlus 8 Pro damit auch den Platz als super günstige Flaggschiff-Alternative. Bisher dachte man bei OnePlus immer faires Paket und deutlich günstiger als die Konkurrenz. Mit einer UVP von 900 oder 1000 Euro sieht das allerdings anders aus. So Freunde, das waren 5 gute Gründe, warum man sich das OnePlus 8 Pro vielleicht doch nicht zulegen sollte. Habt ihr noch weitere, dann schreibt sie unten in die Kommentare und guckt unbedingt noch mein Video mit den 5 Gründen für den Kauf. Und dann war es das von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.